mit als Kanalprofilbild hier deutsche Reichskriegsflagge mit Reichsadler und so und auch der Avatar irgendwie so. Ich hab gedacht, hä, was ist das denn? Dann habe ich geguckt irgendwie und stand dann so, ja, der erste nationale Let's Play-Kanal und hat dann alle Leute begrüßt, ja, mit hallo meine Volksgenossen. Bewegung! Kranker Scheiß, also das sollte man echt nicht gegenseitig vermischen. Die Sachen. Also Let's Play ist eine Sache, Politik ist eine andere Sache und ich meine, wenn es mal irgendwie was zu quatschen gibt, wie mit den ganzen Sachen mit dem Cannabis, da quatsche ich dann gerne mal drüber, das nehme ich gerne mal als Dingens auf, aber ich muss jetzt nicht hier irgendwie ey du Arsch! Ey, bist du behindert oder was? Wichser, ey. Ja. Ey, was war das denn für ein Spacko, Alter? Ey, schiebt der. Alter. Wichser. Dafür sollte man dich eigentlich bestrafen. Habt ihr das gesehen? Wie der mich da rausgeschoben hat? Das war mein Stammplatz. Ich war zuerst da, du Arschloch, Alter. Meine Fresse, ey. Also sowas abgewichselt, ey. Boah. Also ich war heute auch im Einkaufszentrum mal ein bisschen einkaufen, so, aber auch schon wieder heute nicht wirklich so gute Laune, aber ich habe gedacht, komm, nimmst du mal trotzdem auf. Boah, ey, sowas, ey, da krieg ich kurz Reiz bei. Ganz ehrlich. Das macht man doch nicht. War echt ein bisschen asozial von dem. Entschuldigung jetzt für meine Wortwahl, aber das war echt ein bisschen asozial von dem Arsch. Ja, ganz ehrlich. Aber nicht die feine englische. Jetzt die Artillerie prasselt ganz schön auf mich ein. Naja. So, stoßen wir mal vor. Ich hoffe mal, dass man uns jetzt, ja, man sieht uns schon irgendwie nicht. Hinter wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Funke ausgefallen. Signalreichweite verringert. Oder ist die Artillerie? Ah! Scheiße! Kacke, kacke, kacke! Naja. So viel nicht bewegt, aber Dingens. Ah! Unser Hauptpanzer ist wieder einsatzbereit. Auf jeden Fall gut. Ich will mal ein Stück Wasser trinken. Na, ja, bin auch wieder. Hab mich wieder erkältet. So eine Scheiße. So langsam, ich merke, kennt ihr das, wenn ihr so krank werdet und ihr merkt das so langsam, weil so euer Hals wird kratzig und ihr habt so einen dicken Kopf und so und ihr habt nicht gesoffen. Nee, das ist nix. Und boah, jetzt wieder auch Klausurphase und dann wieder krank, ey, scheiße.
Ganz ehrlich, ich habe letztens eine Mathearbeit habe ich nachgeschrieben. Legen wir los. Und ich sag euch ganz ehrlich, so sehr habe ich noch nie eine Arbeit verkackt. Ganz ehrlich, das ist eine 6. Eine glatte 6 ist das. Richtig mies. Aber wirklich richtig mies. So, dann versuchen wir uns mal hier zwischen den Häusern hindurch zu wagen. So. Tasten uns einfach mal so ein bisschen vor. Ich hoffe, die sehen uns da nicht. Ja, muss schon irgendwie gehen. So, oh. Ja. Das ging wieder mal schnell. Oh. Nee, auf jeden Fall Arbeit nachgeschrieben und nie wieder, ganz ehrlich, irgendwie so einen handgeschriebenen Zettel von der Lehrerin in die Hand gedrückt gekriegt, so. Die Lehrerin war auch nicht da und aus dem Buch sollten wir uns Aufgaben raussuchen und so eine Scheiße, ganz ehrlich. So eine Arbeit habe ich noch nie geschrieben. Und dann erstmal geguckt, ob die ganzen Aufgaben, wo die alle im Buch sind, und erstmal Aufgaben angeguckt und festgestellt, dass es die erste Aufgabe gar nicht gibt. Also auf der Seite gab es keine Aufgabe Nummer 1. Musste dann der Lehrer, der uns da noch betreut hat, noch die ganzen Dingens hier, musste dann noch die Lehrerin anrufen und das Ganze hat natürlich auch wieder Zeit gekostet und bringt einen aus dem Rhythmus. Ganz ehrlich, ich schreibe nie wieder eine Arbeit nach. Nie wieder, da gehe ich lieber hin und krank hin und schreib dann die Arbeit und gehe dann danach wieder nach Hause. Da hast du auf jeden Fall mehr, als wenn du das nachschreibst. Vor allem noch am Wochenende nachschreiben. Legen wir los. Und ich habe da echt gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und das war natürlich, dann war das Wochenende natürlich gelaufen so. Nie wieder. Wieder. So, dann wieder mal runter aus den Dingen raus und so, lassen wir das Ding erstmal nachladen. Besser ist es. Da ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Das Ding hat eh schon gebrannt. So, weiter geht's. Fahren wir nicht vor Dingens. So, weiter. Nicht so lange hier ungedeckt stehen. Mal hier die Seitenstraße gucken zu halten. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt.
Hat kann's vergessen, auf die Entfernung mit einer Flak. Hat kann's vergessen. Unser Munitionslager wurde getroffen. Wir haben eines unserer Fahrzeuge getroffen. Scheiße. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Entschuldigung. So, lade nach. Naja, passiert schon mal. So, auf jeden Fall hätten wir die Runde auch schon fast wieder in trockenen Tüchern. Aber nur fast, dort noch ein bisschen. Ich will die Litfaßsäule umfahren, ich will die Litfaßsäule umfahren. Yay! Nimm das, Litfaßsäule. Yay! Komm, mach. Yay! Und wir haben gewonnen! Woohoo! Yeah! Geile Sache. Ein schöner Sieg. Ah, mich juckt die Nase. So, ich guck, hab grad mal eben auf die Uhr geguckt. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen. Auf jeden Fall die epische Musik noch ausklingen lassen. Wunderbar. Wollen wir gucken. Wie sieht das hier aus? Ja, da haben wir schon fast. Ah, 8000, das passt. Sieht doch schon gut aus. Von Session zu Session wird das mehr. Ist doch wunderbar. Ich bin am überlegen, ob ich eine Runde Artillerie spielen sollte. Habe ich aber eher wenig Lust drauf. Ja, ich würde mal sagen, dann zocken wir mal T1, aber dann zocken wir mal hier den russischen Panzer. Da habe ich auch mal Bock drauf. Habe ich noch gar nicht gespielt, den Panzer. Will ich mal gucken, wie der so ist. Und ich meine, ein bisschen Abwechslung tut auch mal gut, ne? Und bald kommt auch schon die 40. Folge World of Tanks raus. Richtig geil. Ja. 40 Folgen World of Tanks bald. Junge, Junge, Junge. Ob wir das bis zur 1000. Folge schaffen? Wer weiß. Auf jeden Fall gibt es dann auch so ein fettes Special wie bei Gronkh. Just kidding. Ja. Man muss ja auch mal Dingens. Oh, ich habe vergessen, wie langsam die Panzer sind. Oh. Yay, gib alles. 30. Yay, ist das schnell. Sorry for my bad German. Ja. Auf jeden Fall ein gutes hat der kleine Motor. Wir sind nicht der Erste, der auf den Feind trifft. Schon mal eine gute Sache. Auf jeden Fall. Und da kommt auch schon der erste Kandidat. Er ging voll durch ihre Panzer. Auf jeden Fall haben wir den gekettet. Geile Sache. Aber ich glaube, der hatte eine dickere Kanone drauf als wir. War aber derselbe Panzer. Naja, mal zur Abwechslung. Warum nicht, ne? Auf jeden Fall, da haben wir verloren, aber dann nochmal eine Runde.
muss sein. Bom, bom. Ah, eine neue Map, die kenne ich noch gar nicht. Coole Sache. Geile Sache. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da so richtig vorgehen sollten. Ich würde mal sagen, ja, über die Mitte wäre nicht so wirklich eine gute Idee. Ich würde mal sagen, wir fahren da lang. Da haben wir auch ein bisschen Deckung und versuchen dann ein bisschen unserer Aufgabe gerecht zu werden als Scout. Muss ja auch mal sein. Los geht's! So, und dann wollen wir. Naja, und wer weiß, vielleicht können wir auch noch ein paar schweren Panzer an die Ketten abschießen. Geht vielleicht auch noch. Ja, weiter. Immer weiter, immer weiter. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Ja, lass den Jagdpanzer mal rüberfahren über die Brücke als ersten.